Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Etwas windig heute, aber wirklich Top-Wetter. Wir sind mittendrin im Winter, also im paraguayischen Winter. Das heutige Thema: Haus kaufen, Haus bauen lassen. Und ich gebe euch einige Tipps dazu. Wie ihr seid, wie ihr wisst, ich bin schon 18 Jahre in Paraguay und die Tipps sind meiner Ansicht nach auf jeden Fall sehr wertvoll. Also bleibt dran! Hallo! Wie vereinbart, wir sind auf dem Weg zu meinen und euren Lieblingsgrundstücke. Hier sind wir gerade am Asphalt bzw. an der Asphaltstraße, die jetzt zu Piribebuy Ojopoy führt. Also das ist das Bild hier von Piribebuy kommend, fährt die Richtung Paraguay und wie man sieht, bis nach Also bis gleich. Also hier sind wir auf dem Weg zu dem Lieblingsgrundstück, wie gesagt. So, wir sind jetzt auf dem Grundstück. Schön frisches Wind. Aber es sieht einfach herrlich aus. Und da haben wir uns einen kleinen Sonntagsausflug ja gemacht. Von daher ist es heute ganz ruhig und dann können wir uns gleich dem Haus widmen. So, so sehen die Steine aus. Das ziehe ich her. Das sind so Standard und das sind die einfache Ziegel, einfache Steine. Also hier sieht man, das blaue Rohr ist das Tiefbrunnen. So, und links daneben, da sieht man also praktisch das Fundament für Wassertank. So, die rote Erde ist nicht nur in Australien, sondern auch in Paraguay, wie man sieht. So, das ist also der tolle Ausblick. So, wir gehen jetzt zum Haus. So, und da sieht man jetzt von außen das Haus. So, wir können reingehen. So, da werden die Steine halt, kann man es auch genau erkennen, verarbeitet. Ausblick. Was sagt ihr dazu? Ist das schön, oder? Also wie gesagt, man kann hier sowohl kleinere als auch größere Grundstücke erwerben. So, also wenn es ums Hausbau geht, rate ich immer im Prinzip, falls ihr keine Fachleute seid, lasst es doch einfach mal entweder durch einen Architekten ausführen lassen oder durch die fachmännischen Baukolonnen. Weil anders habt ihr auf jeden Fall nur Probleme und wie man es ja auch sehen kann, hier in Paraguay gibt es natürlich ganz andere Baumaterialien als in Deutschland. Die Qualität ist etwas anders. Auch die Bauweise ist ja anders. Also von daher, man sollte nicht unbedingt jetzt die deutsche, in Anführungszeichen, Bauweise durchführen hier in Paraguay, weil man damit einfach viel zu viel Geld bezahlen wird.
Und wie gesagt, man sollte so eine vernünftige Mischung, wie ich ja sage, zwischen der deutschen Qualität in Anführungszeichen und dem paraguayischen Stil, dass man das auch nutzen kann. Und ich kenne auch viele Deutsche, viele Ausländer grundsätzlich, die auch angefangen haben, alleine die Häuser hochzuziehen. Und bis heute haben die ja große Probleme. Also von daher, lasst euch nicht nur, ich sage mal, von falschen Leuten beraten und macht keine Fehler, weil sonst kostet das wirklich ein Haufen Geld, und zwar euer Geld. Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass man auch sehen kann, dass zur Not auch natürlich die Fachleute dahinter stehen, auch Ingenieure als Architekten oder auch Bauberater. Von daher bin ich immer der Meinung, man sollte es den richtigen Leuten im Prinzip die Ausführung des Hauses überlassen. Also wir werden sicherlich nochmal verfolgen, wie sich das Haus, auch andere Häuser entwickeln. Ich denke, für euch als Zuschauer ist es auf jeden Fall auch wichtig, um zu sehen, wie so ein Haus im Prinzip entsteht. Ist 8 Meter auf 10 Meter Länge, also ungefähr 80 Quadratmeter. Es wird hier sicherlich nicht so gerechnet, auf keinen Fall wie in Deutschland, reine Wohnfläche oder die Grundfläche, also 8 mal 10, und auch der Putz wird ja nicht rausgerechnet. Also wie gesagt, falls euch das Bauen grundsätzlich interessiert, habt ihr zusätzliche Fragen zu diesem Video. Ich kann natürlich auch nicht alle eure Fragen in diesem kurzen Video beantworten. Aber was wichtig ist, ich wollte euch so einen allgemeinen Blick geben, wie so ein Haus entsteht. Was wichtig für euch ist, es gibt natürlich immer mehrere Möglichkeiten. Das heißt also, was ich empfehlen würde, ihr kauft das Grundstück. Da habt ihr im Prinzip schon einen Festpreis fürs Grundstück. Dann habt ihr zweitens ein Haus, was wie gesagt durch euch geplant werden kann, beziehungsweise nachher über uns oder durch den Architekten korrigiert wird, beziehungsweise an hiesige paraguayische Verhältnisse angepasst wird. Und die dritte Sache, was ihr nicht vergessen dürft, sind die Nebenkosten. Ja, also grundsätzlich die drei Sachen, also Grundstück, Hauskosten und die Nebenkosten. Also Grundstückskosten sind im Prinzip klar, je nachdem wie das Grundstück, wie groß das Grundstück ist. Haus hängt natürlich auch von euch ab, also die Größe des Hauses. Und wie gesagt, Nebenkosten könnt ihr ungefähr, je nachdem, ob es Makler eingerechnet wird oder nicht, zwischen 10% und 12% einrechnen. Lieber rechnet ihr ein bisschen mehr dazu als zu wenig, weil nachher vielleicht fehlt das Geld. Und man hat, wie immer, Probleme. Und dann sollte man auf keinen Fall zu knapp rechnen. Deshalb, wie gesagt, immer rate ich euch, macht doch eine vernünftige Rechnung vorher, damit es später nicht zu spät wird und damit das Haus oder die Häuser grundsätzlich immer zu Ende gebaut werden und ihr seid in Paraguay auf jeden Fall zufrieden. Ja, also auf jeden Fall Grundstück aussuchen. Durch uns zum Beispiel, durch Immobilien Paraguay Live Team, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir kennen viele Leute und wir bieten euch natürlich Grundstücke an, die auf jeden Fall Grundbuch, also den Eigentumsnachweis, wie man es auf Paraguay sagt, den Titel, auf jeden Fall hat, damit das Grundstück oder die Grundstücke, wir haben auch Investoren, die mehrere Grundstücke erwerben, ohne Haus zu bauen, im Prinzip nachher keine Probleme erleben, ja, was auch wichtig ist. Falls ihr Fragen habt, wie immer, unten bitte in den Kommentaren. Ich habe mich immer gefreut. Danke für eure Zeit, für eure Fragen. Und wie gesagt, wir verfolgen auch die Baustellen, damit ihr live, wie
gesagt, vor Ort seid mit unseren oder in diesem Fall mit meinen Augen. Okay, mach's gut, bis zum nächsten Video, bleibt gesund, wie gesagt, teilt das Video auch und am Schluss werde ich euch natürlich die weiteren Videos aus unserem Kanal Paraguay Live Kanal empfehlen. Also bleibt dran, teilt das Video und immer Likes nach oben. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.